Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Der Garten der Liebe, so heißt dieses Legesystem, und in diesem Garten erscheint ein Liebespaar, die Dame und dieser Herr. Und schauen wir erstmal euch Damen an, euren Gefühlen, Gedanken, die Vergangenheit oder was kommt in nahe Zukunft. Euren Gefühlen zeigt hier dieses Bild. Diesen goldenen Taler symbolisiert die Werte und die Selbstwertgefühl. Nicht nur das, sondern auch Wertschätzung. Und Wertschätzung entgegenbringen, aber auch verlangen von anderen. Respekt verlangen von anderen, das ist jetzt gerade wichtig. Und so bringt ihr im Gleichgewicht geben und nehmen, im Gleichgewicht halten. Diesem goldenen Taler stehen auch für Finanzen, und das muss auch ausgewogen sein. Im Gleichgewicht halten. Und das sind die wichtigsten Themen: Werte, Wertschätzung, Besitz, Gleichgewicht, Gerechtigkeit und Finanzen. Worüber sollt ihr Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Ein gebrochenes Herz. Überlegen, welche Situation fühlt euch verletzt? Oder gibt es Menschen an eurem Leben, die euch verletzen? Sollt euch wehren, das ist so wichtig, zum euren Werte stehen. Und das sagt auch euren Gefühl. Und ihr braucht auch dieses Schutz, euch zum Wehren. Nicht zulassen, dass andere euch verletzen. Die Vergangenheit zeigt, dieser Mann wird dich nicht vertrauen. Und das kann bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit mit keinen guten Absichten. Also seid auch vorsichtig. Ihr seid gerade dabei, die Vergangenheit abschließen. Ihr verlässt gerade den Tal der Tränen. Das sind Erinnerungen, auch verletzten Gefühlen, auch Personen, die euch verletzen. Das hat mit euren Partner, Wunschpartner gar nichts zu tun, sondern es sind Gefühle, was euch noch mit der Vergangenheit verbindet. Und genau das sollte man loslassen. Nicht zu viel nachdenken. All das, was in Vergangenheit passierte, kehrt nie wieder zurück. Nie wieder. Es sind nur Gedanken, sind aber mit Gefühlen verbunden. Also nicht aufhalten, sondern hier und jetzt sein und auch diese Begegnung, diese Liebe genießen und planen die Zukunft. Seinen Gefühlen zeigt dieses Bild. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle auch. Und er hat dieses Bedürfnis, diesen inneren Wunsch, in eine Partnerschaft zum Leben. Und das ist wirklich die Harmonie, ein Geben und Nehmen. Das entspricht seinen Bedürfnissen. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild. Und er herrscht über die Gefühle. Das kann bedeuten, dass er diese Gefühle auch zeigt, also zeigt diese Offenheit und kommt diese Begegnung, diese Entgegenkommen, die Austausch von Gefühlen. Kann auch bedeuten, dass er versucht, die Gefühle noch unterdrücken und versucht, das zu beherrschen und zeigt noch Geschlossenheit. Warum? Warum macht er das? Das zeigt seine Vergangenheit, viele schlaflose Nächte.
und Problemen. Er hat viel zu viel gegrübelt. Die Zukunft liegt aber hier, alles im guten Sternen, und das verspricht auch Glück. Dieser Garten hat einen Brunnen, und da sprudelt Wasser und zeigt die Zukunft. Und das heißt, es kommt einiges in Bewegung, kommt auch die Begeisterung von beiden Seiten, es bekommt auch eine Struktur und zeigt sich sehr viel Leidenschaft. Und das war mein Wochenende Liebesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera.